Ja Leute, und damit zu Part 381 meiner Let's Play Minecraft-Serie. Sehr herzlich willkommen. Wir sind ja hier letztes Mal stehen geblieben. Ich habe nochmal die Zuckerrohrfarm einmal abgeerntet. Die Kiste ist übrigens jetzt voll. So, dann werden wir uns das hier mal anschauen. Ne, da. Das ist, ja, out of order. Hier ist voll. Da geht nichts mehr rein. Und da habe ich ja schon gesagt, eigentlich soll das hier gar nicht hin. Das beheben wir auch jetzt tatsächlich, damit das einfach außer... Ach nee, Kisten brauchen wir nicht, da haben wir ja welche. So, bedeutet, ich schnapp mir jetzt erstmal diese Pflänzchen und gehe damit in unseren Keller. So, dann wenn wir hier mal reingehen, stellen wir fest, dass viele Kisten einfach nur komplett leer sind. Oder nicht so viel drin ist, wie hätte sein können. Und das werde ich jetzt hier mal ein bisschen korrigieren. Also was haben wir auf jeden Fall nicht so viel im Moment? Ja. Ich glaube, das sind Kartoffeln. Das haben wir auch nicht viel, aber das kommt auf jeden Fall wieder rein. Kartoffeln haben wir nicht so viele. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal den Zuckerrohr rein. Kommt die rote Beete raus. Und kommt hier unter. So. Zuckerrohr einmal. Und zweimal. Und schon besser. Das kommt auch mit. So. Ja, blöd. Jetzt bin ich doppelt gelaufen. Aber das kenne ich ja schon. Hab was vergessen. So, und zwar hatten wir vergessen. Oder ich. Haben wir keinen mehr? Doch, einen Rahmen. Ein Rahmen, aber ey, ich will, dass der leuchtet. Ah. Okay. Simple as that. Wollen wir das schlichtweg einfach nochmal ein Leuchthintenbeutel draufklatschen, damit das alles seine Richtigkeit hat. Perfekt. So muss das. So, dann ist das zwar nicht mehr parallel. Deswegen wollte ich eigentlich zuerst das dahin machen. Gegenüber von dem Weizen. Machen wir den aber trotzdem erstmal dahin. Und dann kommt da jetzt schlichtweg, habe ich mich jetzt umentschieden, damit das passt. Von der Häufigkeit her. Weil eigentlich gehen wir zuerst an den Weizen und hier dran und dann direkt hinter uns die... Ist ja eigentlich scheißegal, aber ich möchte das jetzt andersrum haben tatsächlich. Finde ich für mich besser. So, das kommt raus und kommt dahin und das kommt dahin. Gut, das stimmt schon mal, aber das stimmt noch nicht. Aber das ist auch schnell gemacht. So, da merkt man gar nicht, dass man da jetzt bei war. So, das kommt auch raus. Und kommt dahin. So. Perfekt. So hat das alles seine Richtigkeit. Okay. Dann kommen die wieder hier hin. Und dann ist das Thema erledigt. So. Jetzt kann ich mich seelenruhig hinlegen und schlafen. So. Bauen wir jetzt hier auf jeden Fall direkt weiter. Bei unserer Farm ist mir aufgefallen, dass ich hier die Lampen noch gar nicht in die Luft gehängt habe. Aber das ist schnell gemacht. Na, wir nehmen hier die Mitte. Das ist hier und da. Dann bauen wir uns einmal hoch. Noch einen. Und hier gehen wir einfach rüber, um das abzukürzen. So, erledigt. Ah, das ist nicht schlimm. Solange der eine in der Luft noch hängt, können wir den ja direkt da dran klatschen. Fackeln brauchen wir. Wir haben keine Fackeln. Wir holen Fackeln. So, Fackeln sind da. Und wir haben auch noch welche. Ah, die habe ich immer ganz gerne auf Vorrat, dass man die nicht lange erst craften muss. Da crafte ich lieber vorher und dann, wenn ich sie brauche, kann ich sie einfach nur rausholen aus der Truhe.
So, und dann merke ich gerade, habe ich die gar nicht überall hingesetzt. Natürlich kommen die nachher noch weg und dann kommt da ein Steinblock hin, so wie da zum Beispiel. Das ist ja logisch. Aber noch sind wir soweit nicht. So, hier erstmal. Und dann fehlen die auch noch hier hinten. Alles nur die Hälfte. Immer zur Hälfte. Da sind sie dran. Hier fehlen sie aber noch. Okay. Gut, hier fehlen sie auch noch. Schande. Fast komplett. So, alles da. Direkt besser. So, dann geht das jetzt weiter. Dann machen wir jetzt hier, würde ich sagen, die Wasserkanäle, dass wir sicherstellen, dass da überall Wasser hinkommt. Das bedeutet, die hier kommen nochmal weg. Und zwar immer bis zu der Höhe, wo auch das Feld ist, muss Wasser sein. Sonst erreicht er das eine Feld nachher in der Mitte nicht. Das ist ganz wichtig für die Konstruktion. So, das bedeutet, das kommt auch nochmal weg. Und der auch. So, gut, das stimmt aber so. Das kommt auch nochmal weg. Das stimmt auch. So, bis hier, das stimmt auch. Okay, alles klar. Das ist gut. Kann aber trotzdem wegbleiben, weil da kommt dann gleich noch direkt Wasser rein, schon mal. Damit das erledigt ist. So. Hier das gleiche Prinzip. Das ist schon mal richtig. Hier, der ist falsch. Der muss weg. So, der ist auch verkehrt. Der muss auch dahin. Okay. So. Da können wir den schon mal dahin setzen, weil der muss da sein. Sonst läuft das Wasser mittig rein. So ist aber richtig. Schön, dass wir direkt die Lampen da haben. Dann kann man direkt gucken. So. Das ist auch richtig. Perfekt. So. Und hier müssen wir noch bauen. Hier waren wir noch nicht. Dann bauen wir hier mal. So. Das müssen wir von hinten nachher zumachen. Dann stimmt das auch soweit. So. Der muss weg. So. Finde ich es auch recht simpel zu merken nachher. Alles das, was kein Birkenholz ist, in der Mitte kann nachher weggemacht werden. Aber jetzt aktuell müssen wir das andere erstmal hinsetzen, damit wir das nicht wegmachen müssen. Können, wie auch immer. Hier das gleiche Spiel. So, der ist schon da. Dann kommt hier jetzt einer hin. Genau. Und dann führt sich das sofort. Bis hier. Der kommt ein höher. So, das gleiche hier. Okay, das passt nicht so, aber der muss eh weg hier. Der muss da nämlich noch fortgeführt werden und dann geht das auch. Und zwar genauso. Bis hier. So, einmal neue Birkenholzbretter. Und dann können wir nämlich hier direkt im Anschluss weitermachen. So. Gar kein großes Heck, großen Heckmeck. So, der muss da auch, das ist richtig. Gut. Eins, zwei. Der kann rein theoretisch weg, weil wir machen nur da. Nee, wir müssen überall, ist klar. Eins. Nee, wir müssen nur da und da Wasser machen, rein theoretisch. Das reicht. Nee, reicht nicht. Beides. Ja. Dahin. Dahin für da und das für da. Nee, muss überall. Was habe ich da geredet? Mein Gott, war ich nicht anwesend, als das Bauwerk geplant wurde? Ich hab's geplant, aber das sage ich mal nicht. So. Das kann weg. Bis hier. Okay.
Dann eine Kuh. Ach stimmt, da war ja was. So, Kuh, du kommst mal mit. Du ziehst um. Und zwar in dieses Gehege hier. Zu den Schweinchen. Das ist mir so egal. Ich bind euch alle an. Außer das Huhn. Das hat niemandem was getan. Guck mal, du bleibst auch da. Das ist schön. So. Gut, dann ist das Gehege auch erstmal leer. Dann verschwindet das auch. Bis hier. Ja, das kann noch stehen bleiben. Das schadet uns nicht im Moment. Obwohl, na komm, mach weg. Einfach weg mit dem Kram. Was weg ist, ist weg. So, die Pferde müssen wir trotzdem anbinden. Die kommen dann erstmal hier hin. So, an den Flock. Halleluja, danke. So, das sind nämlich gerade unsere besten Pferde. Die wir zum Züchten. Ich dachte, der ist weg. Die wir zum Züchten brauchen. Und die sollen natürlich nicht abhanden kommen. Die guten. So. Schön, schön. Dann ist das auch erledigt. Heute machen wir auch pünktlich Feierabend nach 15 Minuten. Ich habe so oft überzogen und ich möchte einfach einmal pünktlich Feierabend machen hier. So, das ist richtig. Und hier können wir direkt durchgehen und einmal den Block setzen. So. Und dann hier nur noch fortführen. Der kommt weg. Und so. Rein theoretisch würde ich das auch gerne testen, inwiefern das jetzt beeinflusst, dass man nur eine Wasserquelle ganz oben setzt oder ob das eine stillstehende sein soll. Also wirklich bündig. Versteht ihr, wie ich meine? Ob ich jetzt hier einmal einen hinsetze in Wasser, das einmal komplett runterlaufen lasse oder ob das einen Unterschied macht, wenn ich das komplett befülle. Weil für mich würde auch einfach ein Einzelner völlig ausreichen. So, das ist richtig. So. Dann natürlich hier auch noch. So, dann wollen wir den einmal fortführen. Damit das auch hier richtig geht. So. Da hätte ich von ganz unten einfach angefangen, dann wäre das einfach nicht das Problem gewesen. So, hier ist nichts. Aber hier geht das los. Einmal so. Und dann einmal auf dem Boden. Bündig. So. Da ist ordentlich schon an Holz reingewandert, was, ne? So. Rein theoretisch können die alle weg. Weil die müssen da eigentlich nicht sein. Das gleiche gilt für den. So, weil so reicht das auch. Alles andere, finde ich, verbraucht nur unnötig Platz und kann man sich sparen. Oh, der war aber schon richtig. Das gleiche gilt, ist das hier auch so? Ja, der kann auch weg. Den machen wir auch weg. Den hier. Okay, der muss da hin. Der kann da wieder hin. So. Das ist auch richtig. Und das ist auch richtig. Sehr schön. Dann ist das soweit erstmal erledigt. Dann möchte ich jetzt hier nur noch, oder muss hier noch den Block setzen, damit das hier nicht weiterläuft. Irgendwo ist ja auch mal Schluss. Ne? Und hier natürlich auch. Und wenn wir schon vom Thema Schluss reden, ja, muss ich euch sagen, dass wir jetzt schon wieder unsere 15 Minuten gleich erreicht haben. Und wie gesagt, heute will ich einen Ticken früher Schluss machen. Und dann geht das jetzt nochmal zur Sichtprobe. Zur Sichtprüfung. Und gucken uns das hier einfach mal an. Ja, hat sich auf jeden Fall schon was getan. Im nächsten Part geht das weiter, Leute. Dann kommt das Wasser und dann bauen wir die Felder auf jeden Fall schon mal komplett vollständig mit Dirt aus.
In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid beim nächsten Part auch wieder mit dabei. Und ja, euch wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann euch das Video anschaut. In dem Sinne, macht's gut, euer Tracer. Ciao, Leute.